Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge vom American Truck Simulator. Wir fahren nach Winnemucca und zwar 39, 39, hier, na, wie heißen die gleich nochmal? Wie heißt das gleich nochmal? LB. Heißt es Libra? 39 Libra? Zaun. Jedenfalls sind es 39 Liter Kies, so wie ihr auch gerade gesehen habt. Und ich versuche gerade einigermaßen, upsala, gerade hier rüber zu kommen. Was jetzt auch auf Anhieb klappt. Wir haben wieder ein etwas längeres Gefährt. So. Es regnet ein bisschen. Kann ja den Scheibenwischer richtig ausmachen, weil so stark ist es noch nicht, dass wir den jetzt brauchen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Winnemucca. Das befindet sich in Nevada. Und es ist das ganze 335 Meilen entfernt. Da kämpfen wir auch ganz schön auf seine Fracht hinten, dass die mit gut Schuss hier mitkommt. Jetzt geht es nämlich auch noch bergauf. So, wir fahren jetzt erstmal Richtung Carson City und dann sehen wir weiter, wie wir auf dem Highway fahren. Ob wir da auf irgendeine Interstate, glaube ich, kommen. Aber ich glaube eher nicht, das wird wahrscheinlich etwas Landstraße sein. Für alle, die neu sind auf meinem Channel, ich habe letzte Woche schon einige neue Gesichter gesehen. Also nicht gesehen, sondern haben ja viele kommentiert, die auch neu hier waren, die mir positives Feedback dagelassen haben. Das freut mich natürlich immer. Hier nochmal ein herzliches Willkommen. Eine wunderschöne Landschaft hier, vor allem mit diesen Bergmassiven, wo wir dann auch später wahrscheinlich drüber fahren. Ich muss mir das mal nochmal genauer angucken. Mich hat es nämlich sehr interessiert, wie die Straßenführungen in den USA, wie die so stattfinden. Denn normalerweise ist rot. Ist rot. Ist rot. Wahnsinn. So. Normalerweise ist es ja so, dass eine durchgezogene doppelte grüne, so wollte ich schon sagen. Ich wollte auf die grüne Ampel. Doppelt durchgezogen, da ist er nämlich. Gelbe Linie. So. Auf Landstraßen meinte ich jetzt. Und hier jetzt natürlich, weil das getrennt ist, trennen sich natürlich auch die Linien, sodass auf jeder Seite nur eine. Oh, da war jemand. Das war jetzt nicht meine Fanfare, aber in ATS habe ich noch keine Fanfare. Doch, habe ich. Ich habe schon eine Fanfare. Rote Ampel, langsam anfahren und bremsen. Wenn nötig. Ah, leider nicht mehr auf dem Schirm. Nee, ich will nicht rückwärts fahren. Und das hat mich auch sehr interessiert, weil manche Abschnitte sind ja gestreift und die auf der anderen Straßenseite dürfen sie nicht fahren. Gibt es ja in Deutschland genauso. Und es gibt auch teilweise Abschnitte an Kreuzungen. Und was mir aufgefallen ist, wo die durchgezogene Linie vor der Kreuzung, kurz auf der Gegnerfahrbahn, ein kleines Stück aufhört, aber das ist nur eine geteilte Linie. Wenn wir das nochmal sehen, dann zeige ich euch das.
Ist mir schon mal aufgefallen und das ist ja komisch. Es kann mir dann nichts draus leiten. Also wenn wir es noch mal zu Gesicht sehen, werde ich euch das auf jeden Fall zeigen. Oh, er wird's gerade rot. Na klasse. Na klasse. Eieieiei. Das sind viele rote Ampeln hier. Ja, drüben ist ja ein Carshop. Drüben wird es gerade rot. Hier ist ein Casino. Da ist gerade jemand. Es wird wahrscheinlich jeden Moment grün werden. Ich möchte das aber mal ganz kurz fotografieren hier. Guck mal, das ist doch perfekt, wenn wir das so fotografieren. So, noch ein bisschen mit den Effekten spielen. Nee, so vielleicht nicht. Aber eventuell ein bisschen in die Richtung gehen. Sagt man so und so. Genau. Und auch von der anderen Seite eventuell. So meinte ich das. Von der anderen Seite. Na, geht's wohl nicht höher? Es geht anscheinend nicht höher. Oh, das ist einfach so. Ein schönes Fotomotiv. Und jetzt ist es wahrscheinlich grün. Und dann tun wir mal hier Vollgas geben. Hier ist immer noch niemand. Gehen wir mal auf die Spur. Ich schau mal den Tempomaten ein. Hier ist 80 Stundenkilometer. Stunden Meilen pro Stunde, meine ich natürlich. I, das Interaktionsmenü erstmal hier, Tempomat 50, 60, 70. Müssen erstmal so weit kommen. Ist zwar eine schöne lange Gerade, aber ich weiß gerade nicht, wo wir abfahren müssen. Es wird eine sehr kurvige Strecke auf jeden Fall. Ich glaube, nach Reno wollen wir dann eher nicht. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann abbiegen nach rechts. Und vorne schaut es schon so aus, dass wir den nächsten wieder raus müssen, Richtung Illy. Eine halbe Meile. So, jetzt biegen wir mal ja schön geschmeidig ab. Uiuiui. Und jetzt haben wir hier diese durchgezogene doppelte Linie. Wenn wir bei der nächsten Kreuzung sind. Mal sehen, ob das da auch verzeichnet ist. Braucht ja nicht bei jeder Kreuzung sein. Kann auch gut möglich sein, dass das bei manchen Kreuzungen vorkommt. Vorne ist eine S-Kurve. Muss man auch ein bisschen drauf Acht geben. Ist ein wunderschöner See. Uiuiui. Ein wunderschöner See. Ich möchte jetzt hier aber nicht bremsen, weil es hier auf eine Anhöhe geht. Das können wir ja irgendwann mal offscreen fotografieren, wenn wir mal wieder vorbeikommen. Oder sogar in der Aufnahme. Ist auch gut möglich. Jetzt eine lange Gerade. Können wir schön Stoff geben. Wenn wir das jetzt nicht hier sehen,
da verlinke ich euch den Ausschnitt von dieser Folge mal unten in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung, noch besser. Und da könnt ihr euch mal angucken, was ich meine. Vielleicht finde ich da bisher was, aber es könnte auch sein, dass jemand unter euch ist, der sich bei sowas auskennt. Gut möglich. Man muss auf alles gefasst sein. Muss wirklich auf alles gefasst sein. Ja, mit unseren 39 Libra Kies hinten drauf auf dem Radlader. Durch diese Steinwüste hier. Oder nee, das sind Büsche, sind das. Büsche, keine Steine. Schön. Jetzt geht's wieder bergauf. Durch den Tempomat haben wir jetzt auch an Geschwindigkeit ein bisschen verloren. Wir hätten jetzt zum Beispiel bei so einer langen Gerade, wie sie hier zum Beispiel ist, noch mal ein bisschen upsala drauf gehen können, dass wir noch ein bisschen schneller werden. Noch ist ja niemand, also einen haben wir schon mal gesehen. Aber jetzt können wir ein bisschen schneller werden als normal. Hier ist eine 40er Zone. Und hier drüben müssen wir auch runter. 30er Zone. Ist hier irgendwas? Oh ja, hier ist jemand. Uiuiui. Nein. Haben wir denn jetzt hier umgefahren? Ich bin doch auch irgendwie drüber gekommen. Noch weit weg? Ne, ist schon wieder weggefahren. Schaden 1%. Hinten auch? Ne, hinten 0. Vielleicht liegt da in Ruhe die Kraft. Warte mal, mal ein bisschen so gucken. Los! Da bewegt sich doch was. Warum bin ich denn nur hier drüber gefahren? Nee, es bewegt sich wieder nichts. Schaden 1%. Na, das wusste ich auch schon früher. Die haben keine Zeit, die helfen mir nicht. Oh, nein. Nein. Ah. Vielleicht kann ich mich noch rauskämpfen irgendwie. Warte mal, ich kann mich auch langsam.
Ich habe eine Idee, meine lieben Freunde. Das zählt dann nächste Woche die. Nächste Woche. Nächstes Mal die Idee. Bis dahin. Das ist der Trick.